sehbehinderte und behinderte Kinder zusammen in der Mannschaft und es fällt überhaupt nicht auf. Du musst wirklich erst einmal schauen, wer ist denn eigentlich der, der die Behinderung hat? Die helfen so wahnsinnig gut zusammen und das ist genau das, was wir in der normalen Gesellschaft, sage ich mal, auch irgendwo leben wollen. Und da ist es einfach so ein Vorreiter. Ja, es ist grundsätzlich wichtig, die Inklusion, dass Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung über den Sport zusammenkommen. Und da bietet sich Fußball natürlich extrem gut während der Europameisterschaft an.